Die führenden Priester und Ratsältesten bringen Jesus zum römischen Statthalter Pontius Pilatus. Sie warten vor dem Palast, bis Pilatus herauskommt. Pilatus ist der mächtigste Mann in Jerusalem. Er soll Jesus zum Tode verurteilen. Pilatus fragt: Was bringt ihr mir diesen Gefangenen? Sie sagen: Du musst ihn zum Tode verurteilen. Er hetzt das Volk auf. Er sagt, er sei unser König. Pilatus sieht Jesus an. Stimmt das? Bist du der König der Juden? Ja, ich bin es, sagt Jesus. Die Priester rufen: Du hörst es ja. Du musst ihn verurteilen. Er muss sterben. Pilatus sieht Jesus an. Hörst du nicht, was sie sagen? Willst du dich gar nicht verteidigen? Aber Jesus schweigt. Pilatus weiß nicht, was er tun soll. Er findet keine Schuld an Jesus. Plötzlich fällt ihm ein: Jedes Jahr zum Passafest wird ja ein Gefangener freigelassen. Im Gefängnis ist noch Barabbas. Er ist ein Mörder. Pilatus fragt in die Menge: Wen soll ich freilassen? Jesus oder Barabbas? Die Menge ruft: Lass Barabbas frei! Wir wollen Barabbas! Lass Barabbas frei! Pilatus fragt noch einmal nach: Aber was soll ich dann mit Jesus machen? Er muss sterben, ans Kreuz mit ihm. Ja, kreuzige ihn, so ruft die Menge. Pilatus übergibt Jesus an die Soldaten. Sie bringen ihn auf den Hügel Golgatha und kreuzigen ihn. Um die Mittagszeit wird es plötzlich ganz dunkel, wie in der Nacht. Stunden vergehen. Es sieht so aus, als würde es nie wieder hell werden. Auf einmal schreit Jesus laut: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann stirbt er. Der Soldat, der unter dem Kreuz steht, sagt: Dieser Mensch ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Jetzt ist es fast Abend geworden. Jesus hängt noch immer am Kreuz. Die Menschen sind längst nach Hause gegangen. Nur ein paar Frauen sind noch bei Jesus. Maria, die Mutter von Jakobus, Salome und Maria aus Magdala. Die drei sind ganz traurig. Sie weinen. Sie haben Jesus so lieb gehabt. Und jetzt ist er tot. Zur gleichen Zeit kommt ein Ratsherr zum Kreuz. Er ist ein Freund von Jesus. Er spricht mit dem Hauptmann. Er will den toten Jesus begraben. Zusammen mit zwei Freunden legt er Jesus in eine Grabhöhle in einem Garten. Dann rollen sie einen schweren Stein vor das Grab. Anschließend gehen sie nach Hause. Maria aus Magdala, Salome und die andere Maria haben aus der Ferne mit angesehen, wo die drei Männer Jesus begraben haben.